Okay, Straßenkatzen, wir sind zurück. Ich muss die Musik wieder ein bisschen runterdrehen, sonst ist der Unterschied zu groß von meinen Audioaufnahmen. Die Musik überdeckt dann meine Stimme. Oh, ups. Das wollte ich ja gar nicht. Wer bist du denn? Clementine. Es tut mir leid, ich. Oh, einen Moment, mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Echt jetzt? Kann mit niemandem reden. Anscheinend war der Wissenschaftler oder eine Frau. Böser Humor. Na, ja, nicht mal lustig war. Mir ist noch Musik zumute. Oh, ups. Katastrophe. Nein. Das tut mir leid. Wenn ich gewusst hätte, dass da was oben ist, hätte ich es trotzdem getan. Hätte ich es trotzdem getan. Schaust du einen neuen Predator-Film? Weiß nicht, ob das eher Predator war oder Katze. Schnurren. Muss an meinen Predator üben. Gefällt euch das? Ich sehe, was hier abgeht. Die Lampe hier ist cool. Beförderung für jemanden, den jemanden, der das hier eingeführt hat. Oh, das ist ein cooles kleines Ameisendorf. Cooles kleines Dorf. Gefällt mir hier. Das Spiel haben sie sowieso ziemlich schön zusammengestellt. Schaut euch das an, das ist cool, das ist cool. Fast ein Thumbnail. Nehmen wir es mal raus. Treffen? Nein. Das kann ich auch nicht anschauen. Was kann ich tun, wenn mich mein Roboter nicht reden lässt? Ich dachte, an der Blume schnüffeln wird helfen. Was wollt ihr jetzt von mir? Der Weg hinauf. Okay. Sagt niemandem, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen, Noam.
Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8 Mal gewinnen müssen. Ah, Roboter. Ups, oh, nicht schon wieder. Nein, tut mir leid, tut mir leid. Aber mein Roboter will anscheinend wieder mit Leuten reden. Oder nur mit gewissen Leuten. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Nein, nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh, einer ist zumindest happy. Ach komm schon, Robot. Die Dame. Was muss ich denn alles runterschmeißen, bevor du mich mit Leuten reden lässt? Rauf, Weg. Ah, jetzt. Was habe ich noch alles vergessen, dass ich eine Frau bin? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte diese Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Ich darf mit niemandem reden. Was ist das? Oh, schaut ein bisschen krank aus. Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seinen transzendentalen Meditationen stören sollte? Transzendental. Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Du kennst Mono und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltern vertraut. Ich vermisse sie, die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben und ich habe gehört, dass du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, sie ist diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich, ich habe ihre Adresse auf der Rückseite des Bildes geschrieben. Neun Gegenstand errungen. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für dich ein geschicktes Kerlchen dich ganz einfach sein. Blablabla. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Würde dir viel Glück wünschen, aber was brauchst du nicht? Ich glaube an dich. Kann ich jetzt mit Leuten reden? Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, also ist das okay. Wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerung wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Ja, wir werden nach unten wieder gehen, natürlich. Miau. Oh, Sushi hier. Dieses Essen ist wirklich grässlich, aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Nico! Man nennt mich den Blechkoch. Denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot Ramen G45 mit meiner geheimen Zutat. Ist es Öl? Sind es Festplatten? Was ist die geheime Zutat? Ich werde sie finden.
wo ich die Musik runterschalte, ist sie wieder weg. Bidu. Und nehmen wir den Eimer. Okay, ich kann hier ein Nickerchen machen. Kann ich schaukeln. Nicht wirklich. Springen kann ich auch nicht. Nur für die Aussicht anscheinend hier. Jo. Oh, Hallöchen. Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diese verdammten Zergs natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen. Sie in einen Rad oder so laufen lassen. Was für verschwendetes Potenzial. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gerne alles erforscht wie sie, aber die Wachsenden haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Sicher ein Grund, okay? Was? War ich da überhaupt schon mal, wo ich gerade bin? Hier geht's runter. Bin ich mal auf die andere Seite. Ah ja, ich weiß schon. Schlaf doch. Ja, ich werde schnarchen. Er schlaft. Das ist doch eine Erinnerung, sehe ich gerade. Merken. Diese Sprache, die Robotergefährten haben sie von Grund auf neu erfunden, wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit alleine. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig darauf zu hören, was die alles zu sagen haben. Not again. Ah, ups. Sorry. Wie geht's euch? Mei ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie sie sagt. Oh Gott, ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden will. Wenn sie nur woanders üben könnte. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Er erinnert mich an, warte mal. Ich kann nichts riechen, wie schade. Oh, sorry, Bro. Und du bist May? Wusstest du da, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemandem, aber ich kriege gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Sieht ja nach Müllweiß aus. Das Detail in diesem Spiel, überhaupt die Lampe hier. Was für eine coole Lampe. Jetzt kann ich die rote Pflanze nehmen. Nichts zu sagen? Kein Kommentar? Was wollt ihr zwei? Mokka. Vor vielen Zyklen war ich ein Pagenbot. Hab mich dann aber zum Schatzsucher funktioniert, okay. Das hört sich jetzt vielleicht fantastisch an, kann aber hart und grausam sein. So wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Ah, armer Kerl, möge er in Frieden rosten.
Manche mögen das Schrott nennen. Für mich sind es Schätze. Manche mögen das Schrott nennen. Für mich sind es Schätze. Wo kommt das her? Das ist ein Easter Egg. Das ist ein Easter Egg. Some may call this junk. I call it trash. Ah, ich weiß nicht, von welchem Spiel das ist. Das ist Resident Evil. Könnte auch Fallout sein. Eins von beiden. Ja, Mann. Some call it trash. I call it trash. Darauf. Wasser. Kann ich nicht aufwecken. Den Fernseher runterstoßen kann. Das Spiel hat ein bisschen was von The Goose Game, nur in besserer Qualität. Ja. Das beunruhigende Geräusch von fallendem Müll. Schimmernden Wasserfällen, keine Gefahren. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinem Gedicht zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sag, der mich in seinem Schoße schützt, sollst du auch sein, mein Grab, goddammit, das habe ich total verkackt. Du mächtiger Beton, so sag, der mich in seinem Schoße schützt, sollst du auch sein mein Grab? Ist das zu feierlich? Das reimt zu wenig. Das reimt einfach zu wenig, Alter. Okay. Dann gehen wir weiter rauf. Was brauche ich, die Blume? Was zu sagen? Okay. Er ist nicht an weltlichen Besitztümern interessiert. Vielleicht sollte ich meinen eigenen Laden aufmachen. Und schlimmer kann es wirklich nicht mehr werden. Ein GPU Flatrate Essbuffet. Stell dir das mal vor, ich könnte das Zeug immer und ewig essen. Noch was zu sagen. Wer hat dir von der geheimen Zutat erzählt? Auf hier. Was ist nichts hier? Dieser Jump, den wollten sie reinbringen. Oh, ich sehe. Danke. Danke, Pfeil. Du magst die Blume haben. Oh, Kleines, wie geht es dir? Weil, wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon, wirst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und ja, eine lila Pflanze. Wenn nur einer, der klein und flink ist, sie für mich holen könnte. Hier. Oh wow, so unglaublich schön, danke. Könntest du die andere noch für mich finden, bitte? Rot, gelb und lila. Verdammt. Schauen wir noch mal schnell. Ah ja. Hier haben wir gelb. Und dann fehlt noch lila.
Okay, hier drüben haben wir Dilla. Ich sehe es. Kann ich darauf hupfen? Ja, ich kann. Was gibst du mir dafür? Pets? Oh nein. Das ging schnell. Wie ich schon gesagt habe. Ja, ja, habe ich alles. Alles. Belohnungen abzeichnen. Mach's gut, bis bald, mein Freund. Langweilig. Tante Clem, dann hat ihr früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge coole Sachen gelernt. Ja, anscheinend eine Frau, blaue Roboterfrau gewesen. Don't fall off. Got it. Da, kannst du aufräumen. Ist nicht mehr langweilig. Oder? Ah ja, ich sage ihr, dass du sie vermisst. Nein. Verdammt. Ah, dann wieder rauf. Es kommt davon, weil ich die Farbe runtergestoßen habe. Karma, Instant Karma. Ja, wo jetzt hin? Hier rauf. Hier rüber. Die Roboter sind hier auch raufgeklettert. Krass. Oh, fetter Jump. Und wir sind raus aus der Ameisenstadt. Dorf. Village. Hier reinhauen. Ich weiß noch nicht was. Oh, die Kiste ist durch die Wand geglitscht. Schätze ich, werde hier dann mal die Folge beenden. Bin noch ein bisschen neugierig. Ein bisschen nach vorne schauen wir noch. Oh, U-Bahn-Tunnel. Cool. Gefällt mir. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in die Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch genutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ja. Ich erinnere mich, ich habe das für sie getan. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Ich wollte die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr, das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns die richtige Richtung weisen. Ha! Ich sehe schon, dass ich ziemlich durch das Spiel durch bin.
von den Erinnerungen her. Okay. Ja. Diese Folge scheint vorbei zu sein. Irgendwo ist ein Lichtstrahl, der mir im Gesicht herumfliegt. Okay, ja. Beenden wir es einfach. Peace out.